Die ersten zwei PSX-Spezialaufträge haben wir hinter uns gebracht. Es gibt noch den dritten und Patzux. Ich weiß nicht, warum das Patzux heißt und was das bedeutet. Aber wir sind jetzt erstmal hier bei der dritten. Einsatzziel. Das Budget für diesen Auftrag ist leider sehr begrenzt. Erobern Sie daher den Nordstützpunkt im Westen und verwenden Sie seine Ressourcen. Toll, das klingt nach einer Mission ohne Mammuts. Vernichten Sie damit den Hauptstützpunkt im Süden. Sorgen Sie dafür, dass auch wirklich alle Nordtruppen zerstört werden. Ja, super. Diesmal ist mal eine klare Anweisung da. Bei der letzten war das ein bisschen sehr schwammig formuliert. Also mal wieder einen Stützpunkt einnehmen. Ein Mammut. Das ist wahrscheinlich der einzige in der ganzen Mission. Ein MBF. Cool. Ich muss die Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen runterdrehen. Die habe ich in der letzten Mission hochgedreht gehabt. Und ich muss ein Tiberiumfeld irgendwo finden. Sie sprachen von begrenzten Ressourcen, aber nicht von nicht vorhandenen Ressourcen. Westen ist links. Ich laufe gerade in den Osten. Okay, irgendwann muss ich auch wieder in den Westen kommen. Um da was einzunehmen. Wie es hieß. Was sollte ich einnehmen? Einfach eine Raffinerie, oder? Erobern Sie den Nordstützpunkt, also einfach mal den ganzen Stützpunkt durch erobern, toll. Soll ich jetzt erstmal den Osten latschen? Ich brauche erstmal Tiberium hier. Das hätte keinen Sinn. Ah, eine Basis zu errichten, wo kein Tiberium ist. Das ist ein törichter Anfängerfehler, den niemand ein zweites Mal macht. Da ist doch auch noch mehr Tiberium, das reicht doch alles aus. Dicke und vom Hocker. Ach, ich habe gar kein Geld. Ich habe auch keinen Ingenieur. Hä? Wie haben die sich das vorgestellt? Soll ich den Bau verkaufen, damit ein Ingenieur rauskommt und damit einen anderen Bau auf einnehmen? Was? Ich weiß nicht, wie die sich... Irgendwo brauche ich Geld. Irgendwo muss ich Geld herkriegen. Na, wir gucken mal. Was man hier so erreichen kann. Das ist der im Süden, oder? Oder ist das der im Westen? Das ist der im Westen. Das muss der richtige sein. Ich glaube, ich soll den Bauhof echt verkaufen. Meinen eigenen. Damit da ein Ingenieur rauskommt. Aber so eine kuriose Strategie hätte ich denn jetzt nicht zugetraut. Weiß nicht, ob das echt so gemeint ist. Ich habe halt keinen Ingenieur hier. Da ist Geld, da ist Geld. Also. Das war 2000. Ja, ich kann ja erstmal mich um diese Flachax kümmern. Zack. Raffinerie. Ja, den anderen Kram kann ich alles einnehmen. Ich glaube, die bauen da gerade nichts. Das ist ja alles kein Problem dann. Darauf. Ja, ist toll, wie er meine ganzen Truppen killt. Der Sackhund. Ich hab nicht genügend Geld. Soll ich das Kraftwerk verkaufen oder was? Ich hätte eine Kaserne erstmal bauen sollen. Da kam ich natürlich nicht auf die Idee. Hätte man mir mal sagen können. Konstruktion fertig. So. Neue Bauoptionen. Ingenieur. Wird gebaut. Dann kann ich erstmal die Raffinerie hier einnehmen. Und das hier kann ich ja kaputt machen, das lohnt sich nicht einzunehmen. Komm schon. Einheit bereit. Mehr muss ich ja auch, glaube ich, gar nicht erobern. Vielleicht ein Flugfeld. Das, da ist er jetzt nicht schnell genug da, der Ingenieur, leider. Dafür nicht. Was haben wir hier denn noch so in dieser Mini-Basis, die ich hier unbedingt einnehmen muss? Wo ist das denn? Das kommt gleich mal weg. Die sind gefährlich. Und weg von den Geschütztürmen erstmal. Okay, doch, ich muss die kaputt machen. Sonst kommt mein Sammler da gleich nicht durch, groß. Aber er kann auch erstmal hier oben sammeln. Ich glaube, ich nehme ja auch die Silos. Hilfe! Das war unfair. Na also. Jetzt muss ich nur erstmal kurz gucken. Also ich den genau abpassen kann. Also.
Der nächste und dann noch eine Raffinerie hier oben bauen. Hoffentlich sind in den Silos was drin. Sonst ist das ja auch total für die Katz. Das sind normale Kraftwerke, keine Großkraftwerke leider. Der wollte eh zu mir, ich hab's doch angemerkt. Geh doch mal oben sammeln. Das ist sicherer gerade. Mal gucken, vielleicht nehme ich doch gleich Kraftwerk ein, wenn da in den Silos gar nichts drin ist. Ich habe jetzt zwei Sammler, aber Moment, mir fehlt noch eine Raffinerie. Ich habe einen Sammler, der noch gar nichts gesammelt hat. Dann speichere ich kurz. Das war doch die 12., oder? Ich hoffe doch. 6. Und, ja, gute 1000. Das hat sich gelohnt. Da lohnt sich das andere auch noch. Wo wollen die jetzt hin? Nicht mit mir. So. Da ist doch ordentlich Iberium hier noch. Von wegen begrenzt. Es sei denn, hier gibt es keinen Blütenbaum. Doch, da ist einer. Mindestens einer und da sind auch zwei. Ich hab genug hier. Eine sehr breit gezogene Karte scheinbar. Von Anfang an schon. Und dann machen wir das ja auch noch kaputt. Eigentlich brauche ich keinen. Ich brauche noch ein Großkraftwerk. Aber ein Silo brauche ich eigentlich nicht. Ich lasse erstmal da stehen, die stören ja auch nicht groß. Dann kann ich meine Waffe ruhig schön hier vorne aufstellen. Der normale Schuss von Mammut, der ist halt doppelt, aber ansonsten ist es derselbe wie er den hat. Die kann ich schön hier oben hinstellen, es sei denn, die machen irgendwann einen Atomschlag drauf. Das ist halt die Frage, ob sie das tun. Ich würde sagen, ich stelle es erstmal hier hin. Waffenfabrik. Ich glaube, der will mal kurz erkunden. Er hat so neugierig geguckt. Er wollte unbedingt ein bisschen Klarheit in die Welt bringen. Jetzt habe ich mal ein bisschen Geld, schön. Da ist Tiberium, ja klar, das hat er vorher ja gesammelt, der Sammler. Jetzt ist die Frage, wo ist der Feind? Ist hier unten noch was? Oder muss ich nur in eine Richtung mich orientieren? Ist nicht viel Tiberium, was hier rumliegt. Hier unten. Insgesamt passt das schon. Ist da echt noch was? Ich glaube nicht. Aber ich kann ja mal gucken. Machen wir die Dinger mal weg. Gut, reicht schon. Können wir uns hier aufstellen. Zur Abwehr positionieren. Die Raketen sind echt gefährlich. Für meine eigenen Gebäude teilweise. Stellen wir da hin. Brauche ich eine Radarzentrale? Ich wüsste nicht warum. Aber ich kann mir noch einen Sammler bauen. Lohnt sich das? Wahrscheinlich nicht. Ich mache es trotzdem. Und dann ist mal wieder Mammut bauen angesagt. Schön, dass das doch geht. Ich hatte schon gedacht, das ist eine Mission, wo man nur Nordeinheiten bauen können wird. Aber so ist das gar nicht geworden, weil ich dir glücklicherweise ein MBF mitgeliefert bekommen habe. Sehr freundlich von denen. Ein bisschen rumgucken noch. Der lebt nicht mehr lange, der M1A1. Oh, stellen wir das hin. Wenn da ein Atomschlag reinkommt, der macht alle drei Gebäude kaputt. Jo, gerade rechtzeitig ist der Sammler fertig geworden. Damit ich jetzt einen Mammut bauen kann. Ich glaube mit drei Sammlern bin ich gut aufgestellt. Oh oh. Nicht meine Gebäude angreifen. Wo will er denn jetzt hinfahren? Warum fährt... Er hat doch gesehen, dass sie nach oben gehen. Na gut, die kommen noch nicht durch zum Glück. Jetzt kannst du deine Raketen einsetzen. Komm. Unsere Basis wird angegriffen. Ha, direkt vor meinen Füßen. Einer alleine ist jetzt natürlich, ich bin auf verlorenem Posten. Ein bisschen. Ha. Oh, wieso ist der noch am Leben? Da kommen immer mehr. Was? Was? Was ist da denn passiert?
Wo kommen die her? Da geht's noch nach rechts oder was? Ich dachte, hier wäre eine abgeschlossene Insel. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Dass es hier noch weitergeht. Gut, im Tiberium überleben die Schlange. Aber hier geht's noch weiter. Ich glaub's nicht. Hä, hier geht's gar nicht weiter. Die haben da einfach gestanden schon scheinbar. Und haben mich jetzt überrascht. Ja, ja, ich muss gleich laden, ich weiß. Aber ich will mich vorher noch umgucken. Will mich vorher noch ein bisschen umgucken. Oh, mein Bauhof ist weg. Da geht's echt weiter. Das konnte ich ja nicht ahnen. Das hat mir keiner gesagt. Vielleicht hätte ich doch eine Radarzentrale bauen sollen. Dann hätte ich das gewusst. Ich habe da überhaupt nicht damit gerechnet. Dann hätte ich da am besten... Ich glaube, ich fange die Mission nochmal neu an. Ich bin ja erst 11 Minuten hier drin. Ja gut, das mache ich auch. Dann baue ich hier... meinen Bauhof gar nicht hin. Ich baue den hier unten hin. So war es auch gedacht, glaube ich. Hier unten, der hat übrigens... seine Stellung gehalten. Der eine ist kaputt, aber das ist ein neuer. Und hier unten habe ich mich behaupten können, aber da oben ist alles futsch. Gucken noch mal ein bisschen rum. Und dann mache ich erstmal Schluss für heute. Ich habe schon 3 Missionen oder wie viele auf einmal gespielt. Die gingen ja auch schnell von der Hand. Ah, da gibt es eine schöne Verbindung. Geht es noch nach oben oder was? Nein, sah so aus, als ob es da so einen Wasserweg gäbe. Ein Flarak. Noch ein Flarak. Als ob die mich stören würden. Nein, sie machen mich fertig. Aber es sind jetzt nicht viele gegnerische Einheiten. Gucken noch mal ein bisschen, wie es hier weiter aussieht. Okay, da geht es noch weiter nach rechts. Dann gibt es hier wahrscheinlich wieder so eine zweite Wegmöglichkeit. Ja, da fahren sie Patrouille. Ja gut, das schaffen wir dann beim nächsten. Ah, da ist schon die Basis, oder was? In Ordnung. Obelisk irgendwo? Bestätigt. Einheit. Da ist einer. Einheit verloren. Oh, Einheit, ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir es beim nächsten Mal. Für den Moment wissen wir jetzt, was Sache ist. Und ich sage tschüss.